So, wir sind in Gladbach und ein Urgladbacher Kai Ebel steht an der Straße und möchte gerne mitgenommen werden. Dem kommen wir natürlich nach. Kai! Ja, hi! Setz dich in unsere Mitte. Ja. In der Zeit können die mein Auto abschleppen, das ist gut. Ach so, tatsächlich. Aber weiß ich nicht. Deswegen geht es. Ja. Deswegen holen wir dich perfekt noch ab. So, sitze ich zentral. Selbstverständlich. Sehr schön. Ja. Also wir fahren jetzt eine schnelle Runde im Oldtimer. Ja, schnell wird schwierig. Der Wagen ist nicht so neu, oder? Wie viel weniger PS hat mein Auto als dein Auto? Ich weiß nicht, wie viel das hier hat, aber da zu Fuß jemand uns schon überholt hat beim Jogging, glaube ich, haben wir hier nicht allzu viel PS. Ich tippe mal, ich habe ein paar mehr. Aber hier laufen die Müllmänner noch in der Bürgerstraße. Ja, ja. Hier läuft man noch zu Fuß. Die tragen gerade das alte Stadion ab. Ach so, genau. Aber hier bist du ja groß geworden. Bürgerstraße. Ja, 182. Bückelberg, ja genau. Aber ich meine, du hast die großen Zeiten ja miterlebt. Wie war das damals hier? Ja, es war traumhaft. Ich hatte eine Fahne, die war doppelt so groß wie ich. Die musste ich allerdings meistens zu Hause lassen, weil ich immer versucht habe, umsonst ins Stadion zu kommen. Das heißt, es hieß entweder schnell durchlaufen oder schnell klettern, bevor man von den Hunden gebissen wird. Aber es ist mir meistens gelungen. Das waren die Zeiten, also schlechtestenfalls kam man mit Beginn der zweiten Halbzeit ins Stadion. Aber in der Regel ging es auch mal vor Anpfiff, wenn man ein bisschen geschickt war. Und da vorne in der Ecke ist so ein Sportverein für Mitglieder. Ja. Da bin ich auch immer noch Mitglied. Und da kann man auch Fußball spielen und alles. Und früher waren einige von den Borussen da auch mal trotz allem Mitglied. Und dann habe ich hier vorne rechts in dem roten Haus, da wohnt meine Mama jetzt noch, da bin ich aufgewachsen. Und dann bin ich immer zu Fuß im Bademantel nach dem Boxtraining hier über die Straße darüber im Verein und bin da schwimmen gegangen. Sehr schön, sehr schön. Ja, das hat Spaß gemacht. Und das alte Stadion, da fahren wir jetzt auch dran vorbei. Ja. Da ist ja, wird jetzt... Ja, gebaut, das ist jetzt, ne? Wohngebiet. Das ist auch unvorstellbar. Da, wo früher Inter Mailand 7-1 weggefiedelt wurde, da werden jetzt Hundegassi geführt. Das kann ich auch noch nicht ganz glauben. Du bist ja unheimlich gut im Nachahmen. Wen hast du denn am besten drauf? Wen kann ich gut nachmachen? Ja, das... Norbert Haug. Ja, das kommt ganz drauf an. Jetzt muss man auch sagen, hier, Chapeau, Gratulation an Bambä für den ersten Kerssieg mit Hybrid, aber ich glaube, das sind wir gewesen mit Mercedes und da muss man beim kleinsten Mitarbeiter anfangen bis zum Kunden Sebastian Hellmann, der am Steuer des Fabrikats hier sitzt und auch da kann ich nur sagen, ich habe den ersten Teil der Frage akustisch nicht verstanden. Sehr gut. So, jetzt müssen wir, fahren wir einmal hier runter. Ja, da geht es Richtung Knast, da sind wir auch richtig. Ah, sehr schön. Mhm. Gut, das ist, lernen wir noch ganz Gladbach kennen hier. Herrlich. Stimmt das, dass deine Frau dich dicker Dummer nennt? Ja, das stimmt. Ich bin der dicke Dumme und sie ist die dicke dumme Hässliche. Wie kommst du dazu? Oder wie kam es dazu? Ja, da ist sicherlich ein Schuss Ironie dabei, aber das sind dann halt so Kosenamen. Ich meine, der eine sagt Schnuffi, Wauzi oder Schnupsi oder was es nicht alles gibt. Und wie heißt du denn eigentlich? Sebastian. Ah, das ist ein toller Kosename. Schatz. Ich dachte Winnetou vielleicht. Schatz. Winnetou finde ich gut. Spielt Gladbach im Moment besser, als du damals gesungen hast? Also ich glaube, Gladbach hat zu jeglicher Zeit besser gespielt, als ich gesungen habe. Sollen wir mal gerade mal reinhören? Das ist ja nur ein Hobby. 3, 2, 1 und bitte. Eine Coverversion von Captain Sensible's What? Ja, Captain Says What. Nicht schlecht. Ja. Kai, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen, vielen Dank, sage ich auch. Und toi, toi, toi auf jeder Rennstrecke. Ne? Tschüss, vielen Dank. Wir sehen uns.